Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal kein Rocket League oder sonst irgendwas, sondern ein ganz anderes Spiel, My Supermarket. Das ist ein Game, das haben wir einfach so im Steam Sale gesehen, also Tobi und ich, und haben uns gedacht, wir kaufen das mal. Wollten das eigentlich nach 2 Stunden Spielzeit wieder zurückgeben, aber irgendwie hat es das Spiel so viel Spaß gemacht, dass wir immer weitergespielt haben. Und ich dachte, ich nehme das einfach nebenbei auf und es ist ganz lustig geworden und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Nur leider habe ich die Aufnahme etwas zu spät gestartet, deswegen wundert euch nicht, wenn wir schon ein paar Sachen geplaced haben oder sonst irgendwas, aber das ist eh viel zu chaotisch, um da irgendwas zu verstehen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß habt und liked gerne für den zweiten Teil. Wie mache ich das? Was ist das so da hinten? Hast du meine Eier jetzt da reingemacht? Du musst die Eier nochmal bestellen, weil das die sind eingeliefert werden konnten. Adrian, sieht das aus wie Eier? Nein, ich habe aber keine Eier mehr, die sind weg. Du musst sie nochmal kaufen. Ja, ich kaufe auch neue. Das heißt, wenn wir das Lager voll ist, wir kaufen Sachen, kriegen wir die nicht. Nee, wir werden gescannt dann halt einfach. Und Milch. Aber Milch ist gerade teuer. Aber Milch brauchen wir Kühlregal. Oh, okay, ich habe keine Milch gekauft. Platziere Kühlregal. Warte. Kühlregal kommen hier an die Wand. Kühlregal, Regal, Reinigung. Kaltes Regal. An welcher Wand? Hinten, in der Mitte. Hier? Ja. Boah, es ist teuer! Er kommt! Der Postbote! Bring mir die Eier! Aber die Eier müssen jetzt nicht da rein, ne? Die Eier müssen halt ein normales Regal, glaube ich. Würde ich auch sagen. Ist das Game crap? Ja, geil. Ich hole die restlichen Eier. Junge! Oh! Der Laden macht gleich auf. Haben wir alle möglich? Also, wir haben Obst und Eier. Geil! Das ist doch ein Kühlregal, das Alter. Ist eine Kühltruhe, Alter. Scheiße. Aber was denn sonst? Reinigung. Das ist doch schon das richtige. Kaltes Regal, Obstregal. Kaltes Regal. Aber egal, es muss ja nicht wunderschön hier aussehen, ne? Ist egal, ja. Adrian, ich hab das Wichtigste für uns hier. Guck mal. Was dann? Ja, weg da. Wo? Ich steh doch einfach nur rum. Schade. Zack. Oh mein Gott, Dickholz. Aber Weihnachten ist doch vorbei. Oh nein. Oh nein. Das ist mein erster Tag in dem Laden. Ich will doch die Milch machen. Warum hast du so wenig Milch gekauft? Was für wenig? Das sind 50 Milchpackungen. Digga, wir haben 200 Dollar, das sind 200 Dingsen. Ich kann die da nicht reintun. Du machst die ins normale Regal, oder? Stimmt, die tun wir gar nicht in die Kühlbox. Ich laufe mit meiner Ente hier rum. Die tanzt doch die ganze Zeit. Alter, nein! Das Ding in der Mitte, das triggert... haben. Was ist das für ein Ding hier? Das ist Zeitung eigentlich, aber irgendwie können wir keine Zeitung kaufen. Kommt noch. Kann ich eigentlich raus aus dem Laden? Ich hab einen Mülleimer mal hier gestellt. Ich bin einfach draußen! Der eine Typ hat nichts bezahlt! Der wie? Hier. Wer? Das war der Lieferungstyp, okay. Der bringt uns doch was. Ich glaube, weiß Adrian, ja, wir haben Dreck auf dem Boden! Ich weiß nicht, wie ich den sauber mache. Möbel... Du musst so ein Ding kaufen. Reinigung. Hausmeisterwagen, kleiner Mülleimer. Ich hole mir mal einen Hausmeisterwagen, ne? Ich habe einen Mülleimer schon gekauft, den brauchst du nicht mehr kaufen. Ja, den Hausmeisterwagen, den stelle ich hier in die Ecke rein, ganz hinten. Oder soll ich den bei uns lassen? Eigentlich schon bei uns. Scan doch einfach wie ein Penny, Alter. Du kommst gar nicht hinterher. Du legst es aufs Band und sind recht fertig. Ich stell den Reinigungswagen hier in die Mitte rein. Ich kann noch kaufen Blumen, Regal, Möbel. Ich brauche einen Stuhl in meiner Kasse! Wie schrubb ich ihn jetzt? Geh nicht weg! Was machst du? Schruppen! Mann, das geht nicht! Was kannst du eigentlich? Ich brauch was anderes. Beleuchtung. Halloween. Oh! Kunst. Holde Maid hier an der Kasse. Adrian, guck mal unter den Rock! Oh! Das wird zensiert. Jetzt haben wir einen Mülleimer. Oh, ich bring den Müll raus. Gadget-Regal! Gadget-Regal! Hinten kommen wir jetzt Gadget. Ich kann das Papierzeug Gadget nicht wegmachen. Hier ist aber Dreck am Boden, den kann ich wegmachen. Boah! Ich weiß gar nicht. Schau, ich mach den ganzen Laden sauber. Ist auch Feierabend gleich, oder? Wie lange haben wir auch. Alter, da ist ein Hotdog, Mann! Hotdogs! Boah! Ich glaube, wir kriegen erst neue Produkte am nächsten Tag, könnte ich mir vorstellen. Kann alles aussehen, aber ich würde sagen, wir bauen auch erst mal am nächsten Tag um, weißt du? Weil sonst ist es zu stressig, weil ich muss den ganzen Laden putzen, abkastieren, gucken, was die Leute wollen. Ich will halt so, dass die halt wirklich so eine Runde laufen müssen, so mehr oder weniger, weißt du? Ja, genau, stimmt. Strategie.
Adrian, die Putzfee. Ah, ich bin wirklich die Putzfee mit meinen Hasenohren. Junge, der eine rennt noch rein. Der macht einen Stress, weil wir haben gleich zu. Neues Produkt freigeschaltet. Hä? Oh, welches? Tomate. Tomate haben wir doch schon, oder nicht? Aber wir haben Äpfel. Sind Äpfel. Ach, das ist die doch genau gleich aus. Ich kaufe Tomaten sind ganz günstig gerade. Ich kaufe erstmal 200 Tomaten. Alter, ja. 18 Cent. Ich bringe nochmal hier den Müll raus. Boah, wenn die mal wieder so günstig wären. Kriegen wir eigentlich gute Geld rein? Ich sehe nur, dass wir Minus machen. Ich glaube, wir machen echt wenig Geld. Oh, 11 Euro. Das geht doch. Alter, das ist ein Spiel von 2014. Verwaltung. Öffnungszeiten geöffnet werden? Automatische Öffnungszeiten. Wir können die Öffnungszeiten erweitern. Oh mein Gott. Alter, wir können ja so viel machen. Seht ihr, soll ich ab 0 Uhr wieder machen? Bis 24 Uhr? 24 Stunden offen? Das können wir doch nicht handeln. Hä? Schau mal, können wir das in der Mitte bitte wegstellen? Das nervt die... Ja, mach weg. Die Pakete. Ich mach 24 Stunden Schichten. Ich mach Zeitung hier an die Seite hin. Du kümmerst dich so ein bisschen um das Aufräumen und ich chopp einfach die ganze Zeit ab. Du kannst doch nicht 24 Stunden öffnen. Doch, kannst du einem doch nicht da ein Regal hinstellen, das sieht ja richtig scheiße aus. Ja, ich will nicht, dass die hier direkt immer hinlaufen so. Ich will ja, dass sie außen rumlaufen müssen. Das Problem ist nur, was bringen denn dass die Tische hier außen rum wieder zurücklaufen müssen. Ich will Merch verkaufen. Ja, wir haben ja von allen genug, oder? Wie viel Milch haben wir noch? Nichts mehr. Ich bestell mal Milch. Oh, ich muss den Müll hier auch noch aufsammeln. Ah, mit F kann ich den Müll da aufsammeln. Guck dir das Regal da an. Nein, das kannst du nicht machen, Tobi. Doch. Nein, das ist so schrecklich. Wir haben zwei Kühlregale, die sind so teuer, ne? Guck dir an, er glaubt, er geht aus. Wir müssen diesen scheiß Tannenbaum wegmachen, Digga. Wir ich verkaufe ihn. Ja, haben wir Minus gemacht wahrscheinlich. Die Hälfte haben wir wieder gekriegt. Ach du Scheiße. Warum geht diese Tür eigentlich nicht auf? Das ist voll der Scam. Komm, ich kann boxen. Au! Oh. Jetzt muss ich aber vom Müll rausbringen auch noch so weit laufen. Das ist ja schrecklich. Tobi, wir können nicht 24-Stunden-Schichten machen. Doch. Wir machen von 7 Uhr bis 22 Uhr. Ja, das ist eine gute Schicht. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen geöffnet. Und dann haben wir die ganze Nacht Zeit. Das ist so ein normaler Supermarkt, so ein normaler Penny. Und ja, genau. Machen wir bis 24 Uhr so ein Stadtpenny. Das ist ein Stadtpenny bis 24 Uhr. Wenn wir halt groß genug sind. Wir haben noch nicht mal eine richtige... Wir brauchen eigentlich, müssen wir auf Paint was aufmalen, wie wir unser Ding bauen. Das ist ja kein Ding. Das Spiel noch vor 2 Stunden spielen, damit wir es wirklich zurückgeben können. Das Spiel ist geisteskrank, ich liebe es. Irgendwie macht das wirklich Bock, Alter. Alter, die Äpfel gehen ja weg wie Sau, ich fülle die nochmal auf. Wie healthy die sich ernähren, ihr seid so ein richtiger... Ja, weil wir auch nichts anderes verkaufen, Alter. Wir sind so ein Bioladen. Übel. Wie heißen die? Ja. Alero oder so? Sieht aus wie aus diesem Anime, diese... Bunny Girl Senpai, so sieht die aus. Oh, wirklich? Nicht hingucken, du Idiot! Wir haben geschlossen eigentlich, oder? Ja, genau. Ja. Wir müssen uns das überlegen, Adrian. Ja. Die kommen hier rein, so. Die dürfen nicht zur Kasse direkt gehen. Aber wir müssen rauskommen können. Ja, es wäre noch besser gewesen, hätten wir die Obstregale hier um die Ecke gestellt, oder nicht? Ja, können das ja immer noch machen. Ja, ja, sonst hätte ich gesagt, tun wir halt da Obstregale hin. Und dann können wir ja so Gänge schaffen. Weißt du, dann können wir hier so Gänge schaffen. Wie in dem Laden. Guck mal. Was ich hier gefunden habe. Der ist nicht mal voll. Ich weiß nicht, wie man die auffüllt. Wir schalten die Sachen erst nach und nach frei, glaube ich. Hey, hier draußen hat er die letzten Eier hingelegt, die wir am Anfang nicht bekommen haben. Ha, Mensch. Man kann nur 3 nehmen, ne? Man kann nur 10 insgesamt genommen. Ja. Er müsste alles einmal auffüllen. Ich bin eine richtige Penny-Mitarbeiterin jetzt. Was wollte ich machen? Guck mir hier an. Geil. Genau, wir haben nichts, was wir kaufen können. Wir schalten so langsam nur diese Sachen frei. Boah, aber wenn wir irgendwann größer bauen können, dann können wir richtig Abteilungen schaffen, weißt du? Ein Gaming-Part, weil es gibt ja diese Maschinen, einen normalen Lebensmittelladen und Klamotten. So, ich glaube, es kann aber wirklich auch Leute kommen, die nicht bezahlen, ne? Ich glaube auch. Und die müssen wir dann wirklich abschießen und dann bezahlen hier, die. Ich glaube, das hier müssen wir mal wegmachen, woanders hin. Irgendwo, keine Ahnung, dahin. Ja, stell es mal und irgendwo dann, anders hin, wir dürfen es nicht verkaufen, weil es wäre Minus. Ja, und dann machen wir hier noch Obstregal hin halt. Ich tue hier mal putzen wieder. So, guck. Und dann gehen die hier raus, die Kunden. Wenn die ja. Jetzt die, und am besten gehen die halt nicht hier hinten jetzt durch, sondern aus. Die sind eh süchtig nach der Milch und so. Ich glaube schon gut, dass die Regale... Sagen, wenn die eh was hier, wenn die hinten noch was ist, dann laufen die sowieso hier hinten durch. Ja genau, und dann müssen wir hier noch was Wichtiges placen. Vielleicht ein Kühlregal, dann müssen die hier durch. Ey, wir müssen hier irgendwas zum Kaufen platzieren. Ich bringe den Müll wieder weg. Ich bin ja so die Putzfrau, fuck. Mach dich bereit, ein Bus mit mehreren Kunden kommt! Bist du bereit? Ich bin an der Kasse. Was machen wir eigentlich, wenn zu viele Kunden da sind, dass eine Kasse wirklich nicht mehr reicht irgendwann? Ich hau die durch, ich sag's dir.